Wir sind heute auf dem Account von Marvis für ein RTA-Teambuilding. Ich habe die Monster jetzt schon weitestgehend, also ich habe nicht viel geruhnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja gesagt, dass ich dieses Mal ein bisschen anders an die Sache rangehen möchte, ja. Und zwar weniger mit den Runen zu tun haben, sondern ein bisschen mehr kämpfen, um einfach mal das Team ein bisschen besser vorzustellen. Das Einzige, was ich eigentlich gemacht habe, ist Tablo geruhnt und Vanessa ein bisschen besser geruhnt. Damit wir so gesehen, also Shivu würde ich wahrscheinlich nicht so häufig einsetzen, dafür würde ich eher gerne ihn einsetzen, er ist auch weitestgehend fein so. Vanessa ist, finde ich, ein bisschen zu langsam gegenüber Tablo, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Vio-Runen musst du auf jeden Fall farmen. Also du brauchst wesentlich mehr Vio-Runen, wie viel Vio-Runen hast du? 19 Vio-Runen, also das ist nicht viel. Ich weiß nicht, vielleicht hast du kein Team oder so, das kann vielleicht sein. Die Runen sind nicht alle Max, wie man sieht. Aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, sollte es weitestgehend passen. Willerun würde ich dir auch noch empfehlen zu farmen, weil Willerun sind auch nicht wirklich vorhanden. Das Gute ist, dass er, ich sag mal so, sind alle auf Swift. Das ist jetzt nicht unbedingt vom Vorteil, ja, weil ein Proc kann sehr viel entscheiden in der RTA. Ja, was hier zum Beispiel wegfällt, außer vielleicht mal von der Vanessa. Und Vanessa-Procs sind jetzt, naja, und sie hat keine Skill-Ups. Also das ist ein bisschen schwierig. Hätte er einen Skill-Ups? Er hätte Skill-Ups. Gut, könnte man überlegen, vielleicht eher mit Shivu zu spielen statt Vanessa. Aber Shivu ist ja so oder so geruhnt. Deswegen müssen wir dann gucken, wie es gleich läuft. Ansonsten würde ich ganz gerne viel mit ihm spielen, falls er nicht weggepickt wird, was ich mal nicht hoffe. Sonst hätte ich nämlich gepickt, wenn er weggepickt wird, ihm hier zu picken. Wasser-Ryu First Pick. Okay, ist das ein Problem? Nicht unbedingt. Wir nehmen einfach Tablo First Pick und nehmen ihn dann direkt mit rein, weil er countert ihn so ein bisschen aus. Er nimmt Wähler Feng. Okay. Das ist weitestgehend, denke ich, noch fein. Ich lasse den Last Pick mal offen, weil ich jetzt erstmal gucken möchte, was kommt. Ich nehme aber tatsächlich, glaube ich, Edna mit rein und Barbara oder Savannah. Ich weiß halt nicht, was ich nehmen möchte. Vielleicht picke ich doch erstmal den Speedlead und nehme mal sie jetzt mal mit rein. Und lasse die letzte Beast Rider offen, weil der dann auch kein Leo picken kann, für den Fall, dass er meint, Leo picken zu müssen. Ja, so würde ich dann wahrscheinlich den Feng bannen. Ja, das ist gut, das ist fein. Dann nehmen wir die hier mit rein und nehmen wir sie mit raus. Ich glaube, wir nehmen den Feng, glaube ich, raus. Weil der Feng kann sehr viel soloen. Der Monkey oder ihn halt. Ich glaube, ich nehme ihn raus. Ich schätze, er bannt den Yongong. Weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie ein Gefühl, dass er diesen Yongong da irgendwie bannt. Ich hoffe, dass es nicht der Fall ist, aber ich gehe davon aus. Weil sonst könnten wir mit Yongong halt einen rausnehmen. Er nimmt die Edna raus. Okay, gut. Im besten Falle sollten wir zwei Runden safe haben, durch Tablo halt. Der Schaden ist halt hauptsächlich bei der Savannah. Könnte ein kleines Problem werden. Aber wir schauen einfach mal. Okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie rum war das nochmal. Versiegelt den Feind. Dauer, Angriffsgeschwindigkeit. Nach dem Strip. Nee, erst die Rolle, dann der Strip. Shit. Ich weiß nicht. Okay, ja, gut, okay. Erst die Rolle, dann der Strip. Ich war ein bisschen brain off. Sorry, Leute. Ja, passiert. Kann passieren. So, Tablo pusht wieder alle back. So. Auf wen gehe ich denn zuerst? Ich glaube, ich gehe erstmal jetzt mit ihm auf ihn, dass ich nicht die Brandseite bekomme. Oder gehen wir auch zuerst auf ihn? Eigentlich hätte ich gerne erst den Wähler weg, aber wenn Wähler auch nichts mehr zu safen hat, ist es auch Latte die Hose, würde ich sagen. Das Problem ist nur, Proc wäre jetzt nice. Die ist auch nicht auf Crit Damage, was auch nochmal ein bisschen problematisch wird, aber okay. Wird schon schief gehen irgendwie. Man muss auch sagen, Erkältung ist weitestgehend weg. Dafür ist mir übelst dizzy seit 4 Tagen oder so. Also ich bin übelst am auch ein bisschen belastend, muss ich sagen. Ein bisschen Konzentrationsschwierigkeiten kommen da halt auch zu gerade. Ich hoffe, es funktioniert und stelle mich nicht dümmer an, als ich sowieso schon spiele. Das ist noch eine Hoffnung. Ja, dass ich mich komplett dumm anstelle. Was jetzt gerade schon danach aussieht, weil ich jetzt schon den ersten Turn eben verkackt habe. Was wahrscheinlich sogar ein Problem sein könnte. Ich glaube, der hat keine Skill-Ups, oder? Weil eigentlich hat der sogar eine relativ kurze Uplink-Zeit, der Yongong. Aber wie gesagt, war auch ein bisschen Fail, weil ich am Anfang nicht wusste, ob das der zweite oder der dritte Skill ist, was zuerst kommt. Aber es kann funktionieren. Vielleicht ein bisschen mehr auf Damage gehen und nicht so viel auf Speedlead gehen. Je nachdem, wie der Gegner pickt. Und hoffen, dass er jetzt kein Leo pickt.
Ne, er pickt einen Okeanos. Okay, ich muss die Gianna bannen, oder? Ich glaube, ja. Ja, ich muss, glaube ich, mehr oder weniger die Gianna bannen. Schwierig. Aber okay, wir schauen mal. Oh, das ist ein G-Spieler, nice. Okay, gut. Okay, sehr schön. Das läuft wieder super. Dann wenigstens. Okay, immerhin. Also, was heißt G-Spieler? Er war mal ein G drin. Sagen wir es mal so. Er war halt mal ein G drin. Ne? Das heißt nicht, dass er ein G-Spieler ist. Kann auch ein C3-Spieler gewesen sein. Aber er war in C drin. So, das wollte ich damit sagen. Ne? Das wollte ich damit nur sagen. So, der Rio kommt zwar dran jetzt, durch die Passive, aber er hat den zweiten verballert. Solange er jetzt kein Qualz dann hinlegt, ist es noch fein. Ich glaube, wir gehen da drauf. Ah, nichts wirklich gelandet. Okay, wir killen sie safe raus. Dann machen wir jetzt das. Wann machen wir das? Die Passive dürfte noch nicht ready sein von ihm. Oh, wow, okay, der war Squish Squalstern. Schade. So, jetzt haben wir noch zwei Feuermonster vor uns. Freu mich. Wenn der Oki weg ist, ist fein. Stun. Schade. Okay, Stun. Try it. Nice. Jetzt kriegen wir ihn weg und das ist GG. Okay, sehr schön. Funktioniert. Funktioniert sogar relativ gut. Derselbe Dude nochmal. Barbara. Ach so, wegen Yong Hong. Ja. Yong Gong. Wegen Yong Gong. Yong Shokodong. Wir haben halt nicht so viele Monster, aber wir können auch einen Leo picken. Ich muss ja keinen Beast Rider picken. Jetzt haut er aber hier die Beast Rider Armee raus. Okay. Jetzt haut er aber die Beast Rider Armee raus hier. Kaki. Wow, okay. Ja, das Problem ist auch, wir haben auch nicht viele Monster, aber er hat auch nicht viele Monster. Das habe ich auch gesehen. Also ich habe mir die ja schon angeguckt, ich habe sie schon ein bisschen gerund gehabt, wie gesagt, um zu gucken, ob das jetzt so weitestgehend läuft. Es läuft relativ gut, wenn man jetzt nicht unbedingt auf das da trifft, sage ich mal. Ne? Chivu. Nimm mal sein Speedlead. Ne, ich glaube, ich nehme die Barbara raus. Ja. Okay. Er nimmt die Edna raus. Ja, schwierig. Ist halt kacke, wenn man zweimal gegen denselben kämpft, ne? Das ist halt ein großes Problem. Oh, die ist auf Revenge, okay. Weil dann, ich hasse es auch generell, auch wenn ich jetzt zum Beispiel Freundeskämpfe, okay? Wenn man jetzt zum Beispiel gegen Freundeskämpfe macht oder so, ich hasse das, weil man weiß einfach, was die Monster nach dem zweiten Kampf machen und wie man spielt, dies, das. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist immer so belastend. Kriegen wir einen guten Stun hin? Nice. Wem packen wir in die Rolle? Ich glaube erstmal sie. Strippen können wir machen. Also für den Push, er hat sowieso nichts, was bufft. Also dafür, genau. Also ich glaube, der Kaki kam bis jetzt nicht einmal dran. Das Problem ist halt, wie gesagt, dass wir keinen richtigen Damage haben. Na, das ist so das Problem. Wir haben keinen richtigen Damage, weil er uns die Edna genommen hat. Und Kaki schlitzt jetzt die Vanessa weg. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man, wie gesagt, das ist halt scheiße. Wenn man zweimal gegen denselben kämpft, jetzt nicht die Bomben-Monster-Auswahl hat und man am Ende dann halt, naja, gucken muss, was man macht, so gesehen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt ein bisschen doof.
Das ist halt echt doof. Mag ich persönlich auch nicht. Nee, das finde ich scheiße. Das ist ein bisschen doof. Wie gesagt, es würde wahrscheinlich gehen, wenn man mehrere Monster zur Auswahl hat. Was aber jetzt hier, wie gesagt, nicht der Fall ist. Also das ist das, was er hat. Und das ist das, was er hat. Und das ist nicht viel. Ja, also das ist tatsächlich nicht viel. Und da ist schwierig rauszusuchen, was man spielt. Man könnte jetzt noch Psama sich bauen, wenn man auf First Turn gehen möchte, dass man schön immer die 33er Speed-Lizards gegebenenfalls oder halt Tablo und dann Psama oder Vanessa hat, was halt teilweise ein bisschen besser wäre manchmal. Wenn der Gegner zu viel Wasser pickt, wie jetzt zum Beispiel mit Barbara oder sowas, da wäre vielleicht jetzt zum Beispiel durch auch Kaki und so wäre jetzt ein Psama besser gewesen als ein Vanessa. Ja, wisst ihr, was ich meine? Dann baust du den einfach auf Full Damage. Machen wir mal eben. Ja, er muss nicht mega fast sein, er soll nur Damage drücken. Das ist alles, was er machen sollte. Im besten Fall halt nicht resettet werden, dass er halt Damage macht. Kann man auch auf Zorn bauen, gegebenenfalls, um richtig Damage zu drücken. Ja, das ginge theoretisch gesehen auch. Die Artefakte lasse ich jetzt nochmal weg, aber wir gehen jetzt nochmal rein. Ja, wir gehen jetzt noch mal ein paar Mal rein. Also an sich sollte es funktionieren. Ist jetzt halt ein bisschen Nachteil, ein bisschen scheiße, wenn man halt mehrmals gegen denselben kämpft. Ich hoffe, dass wir jetzt mal weg von ihm sind. Ja, sieht gut aus. Und dass wir jetzt einfach mal ein bisschen, ich pick einfach Tablo First Pick. Tablo First Pick kann man nichts verkehrt mehr machen. Okay, er geht mit Ching-Che und den Panda wieder rein. Dann gehen wir mal so rein. Die letzten zwei lassen wir uns mal eben ein bisschen offen, wobei es wahrscheinlich wieder auf Savannah, Vanessa oder Shivo oder so ausgeht, wobei ich wahrscheinlich bis jetzt gerade noch eher Vanessa sagen würde, aber kommt drauf an. Wusa, Leo. Okay, Savannah ist schon mal ein bisschen doof, theoretisch gesehen zu picken, aber ich kann den Leo ja auch bannen, ne? Ich kann den Leo ja auch bannen und bis jetzt warum nicht? Kann halt sein, dass er den Yongong nimmt, wegen den Dings, wegen den Strip, wegen Wusa halt. Nein, er nimmt Tablo raus, okay. Er nimmt den Tablo raus. Das habe ich auch noch nie gesehen. Also nicht so unbedingt gesehen, dass der Tablo rausgenommen wird. Also sieht man schon, so ist es jetzt nicht, ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Okay, versuchen wir erst einmal, ihn eine Runde rauszunehmen. Sehr schön. Dann packen wir Skogul in Roll. Ja, okay. Machen wir. YOLO. Pushback im besten Falle nochmal. Und ein Deathbreak. Okay, sehr schön. Gehen wir hier ein bisschen drauf. Zack. Okay, der Panda, das ist okay. So, dann machen wir Damage. Oh, nice. Qualstunts, sehr schön. Wir nehmen zuerst den Wusa raus tatsächlich. Weil ich jetzt gerade keinen Strip mehr habe und der mir mit der Wille am meisten auf den Keks gehen könnte. So, der Ching-Che sollte jetzt gleich auch weg sein. Da ist nochmal der Skogul wiedergekommen. Den Skogul versuchen wir eine Runde rauszunehmen. Scheiß auf den Strip of Dings. Schade, hat nicht funktioniert. Mhm. Nein, nein, nein. Ah, shit. War nicht so schlau. Ich muss hier drauf gehen, leider. Ja, mit dem möchte ich da nicht drauf gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn da ein Deathbreak drauf kommt, die ist RIP so gesehen. Bitte nochmal ein Qualstun irgendwo. Sehr schön. Sehr schöne Qualstun. Sehr schön. Okay. Schade, kein Deathbreak. Okay, gehen wir hier mal ein bisschen drauf. Versuchen wir ihn nochmal zu stunnen. Wenn wir ihn jetzt schon penetrieren, sehr schön, dann nehmen wir ihn in die Rolle, dann ist er erstmal weg, weitestgehend, dann strippen wir für, okay, gut, sehr schön, Alter, Yongong ist richtig cool, Garni, Leo, okay, der Garni ist tatsächlich relativ egal, wir nehmen den Leo raus, weil unser Dings ist, also der Ken könnte problematisch werden wegen dem Strip und der Dings auch wegen Psama jetzt. Ja, das ist ein bisschen ist ein bisschen dumm, sag ich mal, aber der Leo würde unsere Barbara halt ein bisschen zerstückeln und der könnte zu viel machen. Der nimmt den sogar raus. Okay, krass. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, wir könnten aber, falls wir schneller sein sollten, was ich nicht unbedingt denke, wir müssen den Ryu rausnehmen im besten Falle mit Yongong.
wenn er nicht... Okay, wenn er nicht schneller ist, aber er ist schneller. Aber okay, wir schauen einfach mal. Ken war ich auch im Überlegen, ihm zu bauen, aber sein Ken ist nur 35 leider. Deswegen habe ich es dann gelassen. Weil das bringt dann natürlich auch nicht so viel. So, wen will er resetten? Und Pushbacken ist ja auch nochmal das Ding. Hm. Oh, ihn, okay. Okay, please, einen guten Qualz dann. Nirgendwo, nice. Wen hat er resettet? Den Yongong, ne? Ja, ja. Genau, ihn hat er resettet. Wir gehen auf den Push. Ne, wir gehen auf den hier. Weil er ist out. Ich darf nur keinen Qualzern auf Tableau kriegen. Das wäre jetzt fatal. Okay. Machen wir das oder... Ne, ich glaube, wir gehen erst auf das hier tatsächlich. Und hoffen auf einen guten Qualzern. Please. Nice. Sag... Oh, ho, ho, ho. Müssen wir das machen? Nee. Nein, die prockt. Ah, ist nicht so schlimm. Dass sie prockt, ist nicht so schlimm. Mhm. Nein, der Kill war nicht gut. Shit. Ich habe nicht gedacht, dass ich kille. Also, ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich kille. Aber damit hätte ich... mit Attack Break. Wisst ihr, was ich meine? Kill ich den. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich wollte den einfach nur low kriegen. Und dann kill ich den. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war ein Missplay. Ich hätte damit nicht gerechnet, dass ich ihn kille mit einem Attack Break. Was war das denn? Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ach, ey. Okay. Ich glaube, ich banne den Vero durch Tableau, Debuffs, etc. Wisst ihr, was ich meine? Stun. Nee, Stun kann er, glaube ich, nicht rausholen. Aber sowas halt. Wisst ihr, ich glaube, das wäre die safer Variante gewesen. Ich glaube, der könnte mir mehr auf den Keks gehen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen mache ich das jetzt mal so. Okay, der ist auf Wille. Okay. Der Verde ist auf Wille. Kein Dings bekommen. Okay. Dann ist es jetzt tragisch. Dann nehmen wir sie halt eine Runde raus. Okay. Nehmen wir sie halt raus. Ich muss sie ja nicht strippen, oder? Ich mach's trotzdem. YOLO, Alter. So. Ja, das setzen wir nochmal zurück. So, jetzt please Qualz dann. Irgendwo. Auf Bella. Okay, er macht einen Gegenangriff. Mhm. Eigentlich... okay, der spielt Auto. Qualz dann. Schade. Qualz dann. Schade, aber der ist squishy. Okay. Okay. Internet. Danke. Pushback, please. Schade. Mhm. Na gut, das ist jetzt ein bisschen doof hier. Ja, nice Proc, aber der hat keine Skill-Ups, ne? Das ist auch ein großes Problem bei dir. Keiner deiner Monster hat, glaube ich, Skill-Ups, oder? Keiner. Kriegen wir hier nochmal einen Stun drauf. Ich hätte es auch Werde probieren können, aber ja, kriegen wir, das ist gut. Aber egal. Der hat auch keine Skill-Ups. Ne, das ist echt doof ohne Skill-Ups. Hat irgendein Monster von dir Skill-Ups? Müsste ich gleich mal gucken. Also ich guck gleich mal, wer von dir Skill-Ups hat. Weil ich glaube, das sind nicht viele, oder? Ich glaube, das sind nicht viele. Ich würde jetzt sagen Proc, aber er kann ja nicht Procken. Okay. Oh, nice dann. Oh, ich liebe Tableau. Gib mir ein Tableau-Spiel, bitte. Gib mir ein Tableau. Seht ihr, was Tableau für MVP ist? Tableau ist einfach MVP. Ich sag's euch. Tableau ist das beste Monster, was es gibt. Ist schon LD Net 5. Ich sag's euch.
Tableau ist broken as fuck. Kriegen wir hier einen Stun drauf? YOLO, Alter, YOLO, sonst ist der Psama-Rip. Schade. Okay, aber auch keinen Dings. Stun, please. Ah, schade. Aber der ist RIP. Den tun wir jetzt in die Rolle. Zack. Dann machen wir das. Zack. Da ist er wieder. Zack. Gut. Darion ist jetzt nochmal ein bisschen nervig. Vielleicht kriegen wir einen Deathbreak. Danke. Tableau. Tableau ist so broken. Ich sag's euch. Gib mir ein Tableau und ich bin G3. Easy. Tableau ist so gut. So ein gutes Monster. Das ist ein Net 5. LD Net 5. Ich sag's euch. Der ist so gut. So gutes Monster. Wenn er macht, was er machen soll. Wenn er macht, was er machen soll, das ist es ein gutes Monster. Poseidon. Tanya. Tanya ist interessant. Krass. Okay, Tanya ist richtig interessant. Da bin ich ja mal gespannt. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Tanya, krass. Also die Bastet wird, denke ich mal, schneller sein. Wenn nicht, dann ist das keine Cleef, was er da spielt. Also wenn unser Yongun, keine Ahnung, der Feuerart besser ist, also schneller ist, dann ist das keine Cleef, was er spielt da. Viel zu langsam dann. Unser Edna ist tatsächlich sogar schneller, okay. Schade, keins dann. Ach, Mann. Aber ich habe, glaube ich, seine Turnorder durcheinander gebracht, genau. Er hat keinen Deathbreak und so. Edna, okay. Hat Angst vor dem Qualz dann oder wovor hat Angst? Okay. Okay. Wir nehmen erstmal die. Ja, ich versuche erstmal die Bastet eine Runde rauszunehmen. Sehr schön. Wegen den Dots. Dann machen wir das. Okay. Ja, das ist fein. Kriegen wir coole Stunts hin? Nein, nimmt die Barbara. Ah, uncool. Aber ich glaube, das musste er mehr oder weniger machen, ne? Ja, weil der Douglas, der kann solon. Der kann echt gut solon. Also der ist nicht zu unterschätzen. Vor allem, wenn man jetzt so kämpft wie ich, sage ich mal. Gehen wir auf den Qualz dann. Ja. Okay. Ja, damit fängt es zum Beispiel schon an, ne? Ich glaube, wir nehmen ihn auch jetzt eine Runde raus. Machen das jetzt. Ah, die cuttet. Shit. Okay. Die macht aber das. Okay. Kriegen wir ihn gestunt? Nice. Pushback. Schade. Deathbreak. Schade. Proc, na. Mhm. Jetzt kommt die erst zum Buffen. Das ist immer so lustig. Aber okay. Pushback. Schade. Geh auf die Edna. Geh auf Edna. Please, geh auf Edna. Danke. Nein, die lebt noch. Ah! Kill die Edna, please! Danke. So. Jetzt. Das Problem ist der Douglas, wie gesagt. Der Douglas. Please, stun. Den Douglas. Schade, gerade nicht den Douglas. Was soll das? Gerade nicht den Douglas gestunt. Nein. Okay, ich muss das aber machen. Ich brauche einen Deathbreak hier. Ich krieg nirgends einen Deathbreak drauf. Stun. Läuft aber auch hier gar nichts, ne? Ich lande gar nichts. Was hat der? 100 Res? Auf alle? Gefühlt auf jeden Fall schon. Gefühlt auf jeden Fall schon. Das große Problem ist hier wieder, ich kann nicht procken. Der einzige, der procken könnte, wäre Tableau.
Nee, gar nicht. Gar keiner. Nee, gar keiner. Doch, Vanessa. Vanessa kann procken. Cool. Wow. No. Ja, gut, das RIP. Okay, schade. Aber wie gesagt, ein bisschen mehr Monster wäre noch schön. Hier wäre, ich hätte hier Psama picken sollen, merke ich gerade. Psama wäre besser gewesen. Das war auch ein Teil mein Fehler. Aber es ist okay. Wie gesagt, das Team sollte weitestgehend funktionieren. Was bei dir wichtig ist, du musst auf jeden Fall Vio-Runen farmen, weil Potenzial bei den Monstern kriegst du viel mehr mit Vio-Runen. Zum Beispiel sie hier und, wobei sie ist auf Qual, ne? Die Qual ist fein, ja. Aber die zwei hier finde ich Vio-mäßig schon fast Pflicht, muss ich sagen. Sie nicht mal unbedingt, er auch nicht. Und was dir irgendwie ein bisschen fehlt, ist so ein richtig schöner... Ja, wobei... Ja, mehr Ausweichpicks wären noch schön, irgendwie mal zu kriegen. Aber da kannst du ja jetzt natürlich nichts für. Ja, aber irgendwie fehlen mir so ein paar Ausweichpicks noch. So ein paar Picks, die einen irgendwie in die Richtung ziehen. Ja, ne? Aber du hast ja gesehen, wie ich ungefähr gespielt habe. Wie gesagt, ich habe auch ein paar Missplays gemacht, hundertprozentig. Wie zum Beispiel beim letzten hätte ich auf jeden Fall Psama eher picken können. Sowas halt. Aber es sollte funktionieren. Es sollte tatsächlich funktionieren. Ein Unentschieden. Krass, man kann Unentschieden machen in der Weltarena. Habe ich noch nie gesehen. Aber okay. Ja doch, das sollte funktionieren. Also wie gesagt, ans Herz legen tue ich dir Tablo. Auf alle Fälle. Nimm Tablo First Pick meinetwegen. Und danach, er ist derzeit sehr broken. Den kannst du fast überall spielen. Den musst du nicht nur in einem Verde- oder Wasser-Rio reinpicken, den kannst du fast überall spielen. Oder du lässt ihn gegebenenfalls mal aus und nimmst dafür aber mehr Damage mit. Weil bei dir fehlt irgendwie ein bisschen der Damage, habe ich das Gefühl. Ja, er ist wahrscheinlich auf... Der ist auf Crit Damage. Ja, okay. Sie war nicht auf Crit Damage. Er ist, muss nicht auf Crit Damage, sie auch nicht. Ja, Vanessa... Ja, guck, Savannah ist zum Beispiel auf Triple Attack. Attack. Ne, ihr weißt, was ich meine, oder? Sie ist Crit-Rate, okay. Sie ist Crit-Damage-Attack, das ist weitestgehend fein. Aber ihr wisst, was ich meine. Da fehlt so ein bisschen der Feinschliff, was Runen angeht. Auf jeden Fall Vio-Farm. Swift, finde ich, sind okay, da musst du gar nichts machen. Vio-Farm, Wille-Farm. Und dann gucken, dass du sie am besten auf Vio kriegst und ihn hier. Ja, er ist sogar relativ leicht, er sollte der langsamste sein. Finde ich persönlich, ja, dadurch, dass du dann nochmal zusätzlichen Zug kriegst von allen, hast du ja gesehen bei manchen Kämpfen, deswegen versuch das mal in die Richtung zu machen, ansonsten bin ich durch. C1, wie gesagt, kann drin sein, ja, kann gut drin sein, ja, doch, gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute, ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag, haut rein.